Margot mit vollem Equipment aus der CrossFit Factory mit dem Chris, der wieder die Übung zeigt, und mit mir, der Sarah. Ja, wir hoffen, es geht euch gut. Ihr hattet ein schönes erstes Maiwochenende, ein langes Wochenende. Seid frisch regeneriert und heute. Tat weh. Tat weh. Ja, wer mitgemacht hat, hatte auf jeden Fall schwere Oberschenkel gestern. Ja, und Schwimmmatte. Ich habe auch heute kaum die Treppe hoch und runter. 57 Minuten plus 6 irgendwas für die Meile. Die Meile war keine Benchmark für den Wolf. Nee, ich war langsamer, aber es war trotzdem ein gutes Workout. Also falls ihr das gemacht habt, schickt uns noch euren Score. Yes. Was wir heute von euch sehen wollen, seht ihr jetzt eingeblendet. Ebon, 42 Minuten, wir haben 5 Übungen und ihr habt eine Minute Pause. In der ersten Minute macht ihr 10 Crown to Overhead. Die Mädels haben eine Bar mit 30 Kilo, die Jungs mit 40 Kilo. Crown to Overhead bedeutet, ihr könnt entweder snatchen oder ihr könnt auf einen Clean and Jerk machen. Wir zeigen euch erstmal den Snatch. Breiter Griff, hinter tief, zieht euch in die Stange rein und bringt das Gewicht in einem Zug nach dem Körper über den Kopf. Wenn ihr oben seid, Kopf rein, festmachen. Dann machen wir mal einen Clean and Jerk. Clean and Jerk. Touch and go, wenn es geht. Sehr gut. Zweite. In der zweiten Minute macht ihr 10 Burpees über die Stange. Auch hier ist der Standard wirklich bekannt nach unseren ganzen Videos. Ihr regt euch komplett ab. Brust muss den Boden berühren. Mit beiden Beinen abspringen, mit beiden Beinen landen. 10 Stück. So, dann macht ihr 10 Back Squats. Das heißt, ihr klingt die Stange nach oben, setzt sie um in den Nacken. Genau, 5 breiter Stand, macht euch fest in der Mitte und macht 10 Back Squats. Genau. Hüfthaltung ist unterhalb der Knie. Minute 4, 10 Shoulder to Overhead. Die gehen nur hoch clean auf der Schulter. Strict nach oben. Oder ihr könnt auch Push-Press machen. Oder ihr könnt auch einen Jerk machen. Genau. Hauptsache nach oben über die. Gestreckt stehen, Arme ganz gestreckt. Davon auch 10 Stück. Wenn ihr das habt, macht ihr 6x10 Meter Shuttle-Sprint. Und hier müsst ihr wirklich all-out gehen, weil danach habt ihr eine Minute Pause. Also schneller bis 6x10. Sehr gut. Wohlverdiente eine Minute Pause. Und dann 5 Runden davon. Nee. 6 Runden. 6 Runden? 6 nee. Mal 7? 6 mal 5. 5 nee. 7. 7 Runden. 7, 7 mal 15. Ihr arbeitet 35 Minuten genau. Und habt. So rum. Ich brauche Sauerstoff. Oh, dieses von 100 Pfund halt immer. Du kannst jetzt gleich noch das gute Coach vorlesen. Ja, mach ich. Nicht. So, okay, ja. Leute. Schönen Wochenstart. Guten Start in die Woche. Bis Mittwoch. Bis Mittwoch. Ciao, ciao.